Guten Morgen! Es ist Freitag. Jetzt geht's draußen gleich weiter. Die Veranda muss bepinselt werden. Da habe ich die Klarlackfarbe schon getestet. Sieht man gar nichts. Es ist einfach nur ein Schutz. Der Naturholz bleibt bestehen. Ein bisschen doof, weil man sieht nicht, wo man war. Aber gut, nützt alle nichts. Da muss man halt Stück für Stück rangehen. Ja, so sieht's aus. Ja. So starten wir in den Tag. Es gab wieder einen leckeren Shake, der auch im ersten Kochbuch war da drin. Genau, das Müsli im neuen hatten wir gestern Müsli. Heute gab es nur den Schake. Ja, so sieht's aus. Mein Handy noch mal kurz anschließen und laden. Dann gehen wir alle raus. Wie gesagt, wollte es anfangen zu pinseln. Pinsel habe ich schon bereitgelegt und die Farbe. Die liegt schon hier. Meine Schuhe muss ich auch mitnehmen. Ist der Hund bei euch? Ja, da oben steht er und glotzt. Er frisst die Weintrauben da alle ab. Ja, ich weiß, sind giftig. Der frisst sie schon seit einigen Wochen hier, ohne dass wir es mitbekommen haben. Ist halt ein Beagle. Der hat einen Saumagen. Er sagt, ihr macht halt nichts. Er kann alles fressen. Er kann auch angereichertes Plutonium essen wahrscheinlich und würde singt und klatschen, lachen, weggehen. Dann ist noch was Tolles gekommen heute vom Postmann. Das packe ich jetzt mal aus. Na, bleibt mal stehen. Und zwar habe ich mir bestellt bei Amazon. 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 Habe ich den Lieferschein zerrissen. Nur ein Aufreißer. Terradomi. Rabatz, Rabatz. Und zwar so. Ein Kanister mit Rosche Steindusche. Das soll man verdünnen und in so einer Spritzdüse auf das Unkraut. Das wollte ich am Zaun längs machen, wo ich nicht sensen kann. Dann soll wohl alles kaputt gehen und dann hat man 3 Monate Ruhe. Ich werde es auch mal spaßeshalber auf unseren japanischen Knöterich sprühen. Mal gucken, was dem passiert. Gibt man erstmal durchlesen. Das Mittel sollte ca. 3 bis 4 Stunden ohne Regen einwirken. Bei leichten Verschmutzungen bedarf es keiner Nachbearbeitung. Ja. Man sollte nicht trinken. Nicht auf Pflanzen spülen, da diese Wurzeln tief zerstört werden. Ja, ist halt nur für Oberflächen eigentlich. Wir nehmen es aber hier für das ganze Kraut, was ja am Zaun wächst und dass man da halt, wie gesagt, kann ich nicht sensen, damit das schön kaputt geht. Und Knöterich werde ich das auch benutzen. Dann steht Lagerung noch mit drauf, ja. Ich werde mir das mal angucken. Ich denke mal, das werde ich heute Nachmittag machen. Heute soll es richtig schön heiß werden. Dann saufen die Pflanzen sich das richtig schön, das Unkraut richtig schön einen weg. Und dann, ja, machen wir das. Das haben wir hier hinbestellt und das kann man doch relativ flott an. Ich habe es am Sonntag bestellt. Heute ist Montag. Da ist ein Karton. Und das ist schon da. Ja, ich freue mich sehr. Bock auf Pinsel habe ich nicht, aber ist halt beim Schleifen mal die auch keinen Bock anzufangen. Aber wenn man einmal dran ist und was gemacht, dann ist das alles relativ selbstläuferisch, jedenfalls bei mir. Wenn ich einmal dran bin, dann läuft das. Ja, der Etti schimpft wieder mit Geistern, die er sieht. Und ich fange mal an. Die Kinder spielen, alles schön. Hört mich später nochmal zu Wort, ihr Lieben. Ja, die Hänge machen, hängen wir mit. So, wir sind fertig. Die Balken haben wir alle eingepinselt, doppelt. Ihr seht, hier ist noch ein bisschen in den Ritzen drin, da haben wir nicht mit gespart. Der Lack hat auch gut gereicht von allen Seiten. Das da oben haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil da wollte ich mir erst größere Pinsel holen. Das sieht dann hinterher so aus. Mit einem kleinen Pinsel haben wir das Schwarze, das sieht echt gut aus. Hätte ich nicht gedacht, wenn das angezogen ist, die Farbe, die dunkle. Aber das werden wir dann noch die Tage machen. Jetzt für heute, wo wollt ihr hin? Wohin? Das ist kein Haken, mein Kind. Ja, jetzt haben wir unser neues Projekt. Wir räumen da jetzt gerade hier, glaube ich, ein bisschen auf, oder Michaela? Und wir werden jetzt hier einen Sandkasten selber bauen. Das wollte ich euch mal zeigen. Da hat die Michaela ein tolles Video gefunden. Ich habe es mir angeguckt und gesagt, okay, wir machen das. Ich hole jetzt erstmal meine Schuhe. Und damit ich da mit dem Spaten besser ausschachten kann. Und der Igomat Staubsauger ist schon wieder aus. Muss ich mit die App mal nochmal neu starten.
Ja, jedenfalls werden wir jetzt anfangen, auszuschachten. Ich nehme euch da natürlich wieder ein Stück weit mit, zeige euch das alles. Und dann ja, werden wir heute nicht mehr einweihen können, weil wir nur einen Sack Sand noch haben. Da müssen wir erst gucken. Entweder fahren wir morgen nach Österreich oder am Montag. Dann holen wir den Sand auch mit. Dann wird er gefüllt. Ein Säckchen reicht ja auch erstmal. Ja gut, ihr Lieben. Ich muss meinen Akku laden. Der ist nämlich wieder fast leer. Und dann nehme ich euch gleich mit wieder. Hallöchen, ihr Lieben, Liebenden. Es ist arg warm. Der Render ist fertig, hatte ich ja schon erzählt. Der Akku ist wieder geladen. Ich werde gleich wohl Pizzateig vorbereiten. Ich habe Bock auf Pizza. Und Mama hat gesagt, bestellen darf ich nicht. Jetzt haben wir gerade schon was gebastelt. Da zeigt euch die Mama aber gleich nochmal im Detail. Und zwar ein Etti-Gefängnis. Nein, Sandkasten haben wir gebastelt. Das Unkopfvlies ist schon drin. Und wir haben aber keinen Sand, den müssen wir erst holen. Das machen wir aber irgendwann jetzt die Tage. Zumindest haben wir da schon mal alte Paletten verbaut. Und ein paar Reste vom Feste. Aber das zeige ich euch, wie gesagt. Die Michaela nachher, die Mama. Etti, raus da! Da muss ich hinterher noch ein bisschen Sand beischütten. Mit der Erde beischütten am Rand, wenn der Sand drin ist. Weil ein paar Schrauben hängen da raus. Ja, viel warm hier. War ich ja auch wahrscheinlich. War es die letzten Tage jedenfalls in Deutschland sehr warm. Und ja. Mein Unkrautvernichtungsmittel ist gekommen, das spritze ich aber morgen früh, zeige ich euch dann. Ansonsten werden wir heute nicht mehr viel machen. Ich werde einen Pizzateig ansetzen. Und Gyros werde ich mir machen, meine Sojaschnitzel werde ich mir anbraten. Und dann lassen wir den Abend wahrscheinlich ausklingen. Wir haben ja 16:30 Uhr, aber bei dem Wetter, wie gesagt, haben gerade hier gegraben alle Mann. Und Liv hat auch geholfen mit ihrer Mini-Schubkarre. Sind wir echt platt, haben viel getrunken natürlich, viel geschwitzt. Die Veranda ist schön, dass das fertig ist, muss nach oben jetzt die Farbe dran. Einen kleinen Balken habe ich schon gestrichen, aber das sieht man jetzt nicht so gut. Und ich habe jetzt gerade keine Lust aufzustehen. Gleich erstmal, komm ich da jetzt, muss ich mal Rad lauern. Der Balken ist schon gestrichen. Und so sah er vor aus. Haben wir extra einen dunklen Ton genommen. Weil wir da oben nicht abschleifen wollten, das war so schon eine Sauarbeit. Dann haben wir uns gesagt, komm, schied was drauf. Mit Pilzschutz ist schon alles eingeschmiert. Ich fast gesagt, eingefinselt. Und, kurz, ja, Dreck auf dem Boden. Da kommt dann nur noch Farbe drüber. Ja, so sieht's aus. Jetzt bin ich drin. Kann ja eben den Teig reinschmeißen. Das mache ich mal eben. Und, ja, melde mich dann später nochmal zu Wort, ihr Lieben. So, Pizza gibt's jetzt. Abendbrot macht Wangenrot. Da ist er. Zweimal Calzone für Papa und Mama unten für den Perzli. Ja, so geht der Abend hinne. Danach werden wir schön in die Wanne, wie jeden Abend. Und dann lassen wir den Abend einklingen. Ja, das ist derselbe Teig wie für die Pfannenpizza. Nichts Spektakuläres, ganz normaler Pizzateig. Dann mit 230 Grad Pizzastufe machen wir halt immer. Wir lassen immer die Backbleche mit aufheizen, weil dann die Wärme auch von unten kommt. Schmeckt uns ganz gut, sind immer mit gut gefahren und der Papa hat sich gerade verbrannt. Oder doof ist ein bisschen. Aber was soll's. Jeden Tag eine neue Macke. Oh Kacke. So sieht's aus. Ihr Lieben, wir lassen uns jetzt schmecken und ich melde mich gleich nochmal zu Wort. Kurz bevor wir schlafen gehen. So, Feierabend bei uns. Wir haben jetzt zu Abend gegessen, gebadet. Die Maus, die schläft. Ich muss ein bisschen leise sein, weil das gerade noch ein bisschen draußen. Er ist auch müde. Er muss ein bisschen buddeln noch. Ein bisschen Drainage zugraben. Da habe ich ein bisschen geschimpft mit ihm. Ich muss leise sein, weil die Maus halt am Schlafen ist. Ich will es auch kurz fassen. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend. Gleich viel Spaß bei der Michaela. Und morgen haben wir eine tolle Überraschung für euch. Wir machen einen Ausflug. Dann nehme ich euch aber morgen mit, ihr Lieben. Bleibt gespannt. Tschüss.